Na, dann lass uns die Viecher mal ein bisschen weiter nach hinten bringen. Bevor die Afis uns hier angreifen. Komm noch nicht. Also, ich wollte nur mal anmerken, der Triss hatte die Wette verloren. Ja. Yep. Ich hab Akku. Ist das jetzt die, der Wettdingens? Nein, Trist! Was? Du läufst natürlich genau in die Mitte zurück rein und pulst, also triggerst nochmal die Falle. Ich bin gar nicht weggelaufen, ich bin erst weggelaufen, als der Typ kam. Als das Vieh kam. Ah, ne. Meine Güte. Oh, ich gehe dann doch nicht um die Ecke. Nö, nein, ist vielleicht ist nicht so ratsam. Idee, darum zu dann, gehen. Dann lass mich mal kurz ein bisschen Mana rechargen. Ja. Und der Trister kriegt erstmal eine Steinhaut. Jo. Danke. Natürlich kriegen die alle, aber ich musste das ja hervorheben hier, ne? Trister, Magier-Tank gestoppt. Wie war das nochmal mit Mana rechargen? Hab ich da nicht gerade irgendwas gesagt gehabt? Ja, ich meine, ich hatte auch was gehört. Ja, ich meine, ich habe da definitiv was gesagt, ja. Also eigentlich hat er jetzt so einen Free Death verdient, ne? Ja gut, am Ende müssen wir doch wieder auf ihn warten dann. Das ist... Ne, und wahrscheinlich würden wir auch sterben. Das ist der einzige Grund, warum ich ihn nicht sterben lasse. Oder es zumindest nicht will. Wenn er jetzt stirbt, dann ist egal. Du greifst im Übrigen das falsche Vieh an, Triss. Ja, ist gut. Ist egal, ich hab das. Ich hab die Agro. Oh mein Gott! Den Spell habe ich ja auch noch. Welchen? Geistesgegenwart. Das macht was? Erhöht meine Angriffsgeschwindigkeit. Ja. Ah. Was wiederum zu schnellerem Healing führt. Sehr praktisch, ja. Oh. So. Jetzt möchte ich aber bitte meinen Mana regenerieren. Ja, klar, natürlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Daseinsböse ausgeht. Mhm. Oh nein! Ja, ja. Patrick? Bei dir irgendwas kaputt? Das ist auch wieder ein normaler Gegner, ne? Das ist nur ein Drachen-Avis. Paddy, dir ist aber klar, dass diese Aktionen auf deine Kosten gehen, oder? Ja, das ist mir klar. Ich hoffe, du machst das irgendwann, wenn ich gar keinen Mana mehr hab, Mann. Dann geh ich einfach laufen. Ich glaube, dann gehen wir alle einfach laufen. Ja. Paddy, mach mal. Ich dachte, ihr bleibt hier stehen. Ja, so viel zum Thema Mana aufladen. Ja, hat gut geklappt. Ich bin fast voll, ne? So. Jetzt hast du Zeit fürs Aufladen. Mach fertig. Oh, meine Rüstung ist fast komplett defekt. Haben wir nicht vorhin noch über das Reparieren gesprochen? Ja, das war vorhin. Das habe ich ganz am Anfang noch gesagt. Da war ich ja gerade beim Händler. Da habe ich das erwähnt. Bei mir geht's gerade noch so. Ups. Verdammt. Ah, geil. Für mich hat's nicht gezählt. Sweet. Ja, Agro bekommen? Was? Nö, nee, Agro hab ich nicht. Ja, ich hab ganz kurz Agro gehabt, aber nur ganz kurz. Er hat mich einmal kurz angespuckt und dann sag ich wieder auf den Battle losgegangen. Ja, ist vielleicht so ein random Hit. Nee, der hatte kurz die Agro, das ist so. Auch wirklich nur ganz kurz, das ist halt zu Beginn des Kampfes. Yo. Ich glaube, das war meine Schuld. Bin mir das noch nicht ganz sicher. Das war unser aller Schuld, wir standen auf der Treppe deswegen. Huch, jetzt bin ich rückwärts gelaufen. Das kommt vorne. Das kann mir zum Beispiel mit dem Controller nicht passieren. Wieso kann dir das mit dem Controller bitte nicht passieren? Ja, weil ich nicht vorwärts und rückwärts verwechseln kann. Das geht einfach nicht. Ich habe vorwärts und rückwärts nicht verwechselt, sondern ich bin wogegen gelaufen. Ach so. Ich dachte, du bist statt auf W auf S gekommen. Nee.
Als nächstes von dir aus rechts, Trist. Okay. Hey Patrick, was hat dein Spell eigentlich von der Abklingzeit, dass du mehr Heal bekommst? Der hat 120 Sekunden Abklingzeit und wirkt 20 Sekunden. So, das Doppelte von meinem. Meiner wirkt 15 Sekunden. Ich hab gedacht, vielleicht kann man es dann abwechselnd so timen, immer wenn du unter die Hälfte fällst, weißt du. Aber das ist ein bisschen viel Abklingzeit. Weil manchmal werde ich echt nervös, wenn du unter die Hälfte fällst. Ey, es ist der Kampf fast vorbei, ey, jetzt krieg ich ein kostenloses Vitra, das gibt's doch nicht. Ja, das ist Murphys Gesetz, das kommt immer dann, wenn du es nicht brauchst. So, hier kommen noch keine Eishexagon, die kommen hier in der Mitte. Keine Falle? Ja, ich warte, warte, nicht weiterlaufen. Sowieso und immer hinter dem Tank bleiben. Echt hinter dem Tank bleiben? So. Wow. Die Eishexagone, von denen du gesprochen hast. Erstmal den Avis, ja. Erstmal Avis, immer erst Avis. Nein! MC! Was? Ja, MC hat auf jeden Fall die Argo von denen gehabt, definitiv. Hat gehabt, hat noch. Nee, hat gehabt. Achso, ja, deshalb hat gehabt. Lauf! Endlich auch noch. Lauf! Ich glaube, das wird nix. Oh je, yeah, yeah. Hat er gleich haben wir sie abgehängt. Halt. Falsche Richtung. Ihr könnt die in der Innie nicht abhängen, die laufen euch bis zum Eingang hinterher. Naja, ich lauf dir entgegen, Patrick. Respawn doch mal endlich. Ja, das ist ja sehr nett. Ja, denkst du, ich lauf zurück und belebe dich wieder, oder was? Ja! Stirb, 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 stirb. Ja, ich hab immer noch Agro. Nein! Nein! Schande. Tot. Einmal alles hinlegen. Ja. Ach Mann, das macht nämlich keinen Sinn, wenn ich jetzt wiederkomme, ja, habe ich keinen Mana. Bei dieser Masse, die wir da jetzt im Schlepper hätten. Das ja macht einfach keinen Sinn. Na gut. Danke, MC. Danke. Du hast doch die Innie bestimmt auch schon mal gemacht, oder? Ja, ist aber schon eine Weile her. Bei mir ist es auch eine Weile her und ich kenne sie in- und auswendig. Also, von mir aus gesehen war es das erste Mal. Oder ist das erste Mal? Also, ich glaube, ich habe die auch schon 15, 16 Mal gemacht. 150, 160. Wartet mal gerade hier, wo wir gerade hier alle beisammen sind, caste ich zumindest einmal Protus. Hey, da hinten laufen unsere Mörder. Bleibt denn der Rest? Wer ist denn noch da hinten? Wer sie? Ich. Ich will gerade, wo wir einmal beisammen sind, direkt Protus casten, damit es nicht vergessen wird. German Fighter, das ist voll nicht witzig. Was ist nicht witzig? Der Fae-Master wieder in Aktion. Oh, der Wichtigste kriegt erstmal hier Steiner. Vielen Dank. Ja, das ist der mit der höchsten Überlebensrate hier. Nur was bringt ihm die Überlebensrate, wenn alle anderen umkippen? Ich kann immer noch weglaufen. Kann zum Eingang zurück. Ich wollte sagen, er kann auch zum Eingang zurück. Ich habe zwar kurze Beine, aber mit Weglaufen bin ich echt spitze. Ja, es wird schön was essen, Leute. Ich glaube, ich muss gleich auch mal meine ganzen Spells ein bisschen umsortieren. Beim Balken. Ich muss meine Angriffsspells mal ganz weit wegpacken. Am besten in den anderen Balken, den ich durchswitchen kann. Jan, wohin mit dir? In den Flammenband. Ja. Regina, woo! Weblesen ist sehr schwer, weißt du. So, ich glaube, wir sollten uns. Guck mal, der Trist hat schon keine Steinhaut mehr, da waren noch gar keine Gegner! Ey, das gibt's doch nicht. Ja, du bist der Tank, das ist mir egal. Ich glaube, es wäre klug, wenn wir die Eishexagone hierher ziehen. Weil da kommt der Avis nicht her. Dann läuft da kein Jazir an irgendeiner anderen Gruppe vorbei, ne? Mhm. Ja, aber wenn wir die Eishexagone jetzt pullen, genau, kommt er doch auf jeden Fall. Der war schon zu nah. Ja, das war klar. Der Patrick stürzt mir jetzt gerade weg. Das sind Drachen-Avis, gell? Ja. Jo, immer erst den Drachen-Avis. Böse.
Siehst du dir bitte noch ein bisschen weiter nach hier? Ich hab Angst, wenn ihr da so an der Ecke steht. Ich klatsch mal einen Schlaf rein. Danke, danke. An sowas danke, dürft ihr mich ruhig erinnern, ich vergesse sowas. Lol, schlafen jetzt echt alle Eishexagone? Ja, klar, natürlich tun sie das. Also, das ist natürlich toll. Ey, Triss, du machst das früher nie gemacht. Ja, ich hab das immer verplant, Leute. Ihr müsst mich an sowas erinnern. Das macht doch das Kämpfen gegen Gruppen so viel einfacher. Ja, aber ich denk doch an sowas nicht. Ist aber schlecht. Also ist wie ich mit meinem Paladin unterwegs war in einem 5-Mann-Raid und ich wusste nicht, dass es meine Aufgabe ist, den Boss zu unterbrechen mit dem Krieger zusammen. Ey, Alter, was meinst du, wie die mich angekackt haben, ey? Weil der Patrick weiß ja, dass ich das nicht so aktiv gespielt habe, weißt du? Mm. Und dann einmal Max Level schön equipped gefahren. Ja, und dann, naja. Erstmal krass Prügel bezogen. Mensch. Es hört sich aber lustig an, wie der kleine weibliche Tank immer schreit. Ja, ja, ja! Okay. Hey, ich wollte gleich Gerechtigkeit schaffen oder wie auch immer. Zwei große Auras und zwei kleine. Ich glaube, dein Schwert ist größer wie du, Patrick. Ja, ach, echt jetzt? Natürlich ist mein Schwert größer wie ich. Greife ich jetzt den richtigen an? Ja. Weiß ich nicht. Ich hoffe es. Sagen, wenn ich mich angreifen kannst, ist mir der Rest egal. da ist der Patrick jetzt sogar vergiftet. Eine Seltenheit. Ich muss ja tatsächlich mal zum Mediker greifen. Oh, da sind sie wieder aufgewacht. Nee, eingeschlafen. Eingeschlafen? Der Starter wäre ein Minus gewesen. Nö, eigentlich nicht. Sollte zumindest nicht. Jetzt war da ein Minus. Aha, ich hab's genau gesehen. Du bist der Gift-AOE nicht ausgewichen. Ja, ich bin gerade Movement-Krüppel gewesen. Ich weiß. Also wenn nur noch ein 4 steht, ist mir das ja auch egal. Das ist ja eigentlich kein Problem. Aber ich habe mich schon gewundert, woher hat er denn die 2 Gift-Stacks? Vorhin die ganze Zeit keine Gift-Stacks bekommen und jetzt auf einmal Gift. Hey, ein rostiger Turmschild. Ey, geil, den kann ich voll gebrauchen. Aber sowas von Bedarf. Was, den Weilo, den brauch ich doch. Mensch, das Magier hier als Healer. Ja, der um einiges besser ist als mein aktueller, so. Rein damit und fertig. Ich glaub, guck dir an, wie der vor dem Tank vorläuft. Ich glaube, das sähe ganz lustig aus, wenn man als so Lalafell-Tank ein Turmschild von einem Regadin hätte oder so. Ey, Leute. Ich möchte euch jetzt ein Weltwunder. Schilde machen sich der Größe an. Ich will euch jetzt ein Weltwunder mitzeigen. Ja, nee, ich meine nur. Es wäre halt lustig. Der Trist hat schon seit Minuten Steinhaut und die ist noch nicht weg. Oh. What? Das ist ein Unding. Wie kann das sein? Ja, es muss ein Paradoxon sein, oder? Ich glaube, das heißt, dass der Tank tatsächlich seine Aufgabe mal richtig macht. Mal richtig. So, ich höre jetzt auf zu tanken und zünd mir eine Klippe an. Nee, das passt jetzt bloß nicht. Da macht man einmal ein Kompliment und kriegen es alle in den falschen Hals. Nein, das war kein Kompliment, denn daraus lässt sich schließen, sonst mache ich meinen Job nicht richtig. Genau das ist die Denkweise einer Frau. Ja. Richtig, das stimmt aber. Das stimmt. Tatsächlich habe ich ein Kompliment gemacht. Okay, vielleicht hätte ich das endlich weglassen sollen, aber. Also ich fand's gerechtfertigt, tut mir leid. Erfolgssträhne, juhu. Wie viel EP kriegt ihr eigentlich pro Gegner, würde ich gerne mal wissen. So 2600, 2700. Ja, 2600, 2700. Ich krieg nur 2,5 bis 2,6, das finde ich jetzt irgendwie unfair. Ja, wie viel kriegst du denn so beim letzten Gegner, was hast du da bekommen? 2,659. Ja, das ich auch. Und da habe ich 2,701. Also kriegt ihr durchs Angreifen dann doch ein bisschen mehr. Nö. Nee, ich glaube, das liegt einfach im Spielraum drin. Ach, ich habe auch kein Essen mehr aktiv, verdammt.
Ja, siehst du, daran könnte es liegen. Ja, immer eine Rosine fressen. Jam, 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 jam. Ich habe auch kein Essen aktiv, hä? So, so, jetzt kommt ein Boss, ja. Dann erklär mal. Ich erklär mal, genau. Ich stehe jetzt hier vorne am Eingang die ganze Zeit mit dem Boss im Schlepptau. Der Heiler, der steht hinten bei den Kanonen und aktiviert die Kanonen, wo der Boss dann davor schwebt. Also ein kleiner Nebenboss. Und die DDs helfen mit dabei. Und hauen natürlich mit auf den Boss drauf. Naja, Hauptsache, du bist in meiner Range, wenn ich denn an den Kanonen stehe. Pass auf, ich würde sagen, ich mache die Kanonen. Weil wenn ich mal im Moment keinen Schaden mache, ist es nicht so schlimm, als wenn der Heiler mal im Moment nicht heilt. Das stimmt, ja, okay. Auch so. Dann des Weiteren kommen während des Kampfes immer mal wieder so so Tornados. Minions? Nee, keine Minions, Tornados. Oh. Tornados, die schwirren dann da drin rum. Ja, denen ausweichen. Die machen nämlich. Da sind Minions drin, ganz sicher. Das habe ich nicht erklärt, weil ich dachte, das ist doch klar. Ich find's gut, wenn das gesagt wird, dass Tornados kommen können, dann bin ich darauf vorbereitet und mach keinen Movement-Krüppel. Ja, genau. Okay. So, alle also, bereit? Aber bevor es losgeht, muss ich erstmal ganz kurz aufs Klo. Und dir. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Ja. Bis gleich. Oh. Ach, wisst ihr was, ich geh auch mal schnell. Ja gut, dann nutze ich die Gelegenheit, geh auch mal schnell, bis noch. Jo, bis gleich. Gruppenpissen, yay! So, dann bin ich wieder. Ich bin auch wieder da, WB. WB. Ich glaube, der Boss hat uns allen so eine Angst gemacht, dass wir jetzt alle mal schnell auf Klo kommen. Wirklich, wirklich. Weil wir alle wirklich direkt nacheinander die Möglichkeit genutzt haben. Okay. Ja gut, so, aber ich sag mal, so schlimm ist er eigentlich nicht. Ich weiß, der ist auch nicht schlimm. Ja, man muss halt wissen, was er macht und dann geht's eigentlich. Aber ich hab den ja wirklich schon 150, 160 Mal bestimmt besiegt. Ja. Kann weitergehen. Gut. Ja, warte. Einer fehlt noch, so oder? Sonea fehlt noch. Hm? Sonea, welche sich auch mal umbenennen sollte. Weil männlicher Charaktername Sonea, Ja, könnte für Missverständnisse zu Missverständnissen führen. So. Ja. Ah, jetzt ist ja noch ein Klo, okay? Ja, ja. Wir gehen alle mal so die Reihe Wir durch. Sind ja alle direkt nach dir. Jan ist so, der mitten, der am längsten. Und das eigentlich mitten bei der Aufnahme, das geht gar nicht, gell? Ja, gut. Ah, der Boss hat uns allen solche Angst gemacht, habe ich eben auch schon zum Triss gesagt, dass wir uns alle fast so gemacht hätten. An unsere Zuschauer können vielleicht auch mal eine Pinkelpause gebrauchen. Ja. Was tut sich eigentlich im Chat so? Im Chat tut sich leider gerade überhaupt nichts. Los, Leute, schreibt, spammt den guten MC mal total zu. Sodass er überhaupt nicht mehr hinterherkommt. Schau mal den Chat auf dem dritten Bildschirm auch mal auf. Jo, mach das. Immer diese Baby. Raucher. Ex. Wie immer diese Raucher. Wie nein, Captain Smoke. Ich war wirklich auf dem Klo. Rauchen kann ich auch während dem Spiel. Also immer ich. Immer diese Raucher. Also echt. So, Okay. Sind wir also soweit. Ich hätte Captain Smoker gerne auf unserer Seite. Wo ist eigentlich Alpesta? Alpesta kann heute nicht. Oh. Der, also nicht um 14 Uhr zumindest. So. Und der Smuso ist auch nicht da, ne? Nee. Und warum ich liegt nicht. Hier Stroh? Genau. Und warum trägt er eine Maske? Chuck Norris weiß, warum da Stroh liegt.
So. Das war zu. Also, alle bereit? Jo. Jo. Das ist gerade mir gerade was Lustiges eingefallen mit Warum liegt hier Stroh, Mann? Wir waren im Kino, wir hatten uns den Avengers angeguckt, den 2, wo der rauskam. Und mein Bruder ist mit Spidey-Kostüm da reingegangen, warum auch immer. Der wollte unbedingt Spidey-Kostüm anhaben. Aha. Und dann fragen echt zwei, die daneben standen, warum liegt hier Stroh? Und warum trägt er eine Maske? Ey, wir haben uns begeiert bis zum geht nicht mehr. Klassiker. Cosmos stirbt als erstes. Definitiv, bin ich fest von überzeugt. Entweder das oder ich lass den Patrick stellen. MC, stell dich mal mit vor den Boss. Nein. Wow. Ist gebind. Das war der Endboss. Den habe ich aber gerade wieder verjagt. Deswegen die genau Kanonen. Also. Deshalb die Kanonen, die ich zu Beginn erwähnt hatte und der Triss dann übernommen hat. Och man, ich habe schon wieder meine Fispelstimme vergessen. Sorry Leute, Mensch. Irgendwie habe ich meine Rota noch nicht drauf. Will wir sterben, ist meine Schuld. Kriegst du ja keine Agro hier von da. Ja, das Achtung. Ist aber mein. Ja, hab schon. Fispelsturm. Ah, so. Fuck. Kanone flog. Nein, ja, ich hab's gesehen. Ich wollte nicht auf Movement-Krüppel machen, aber ich wollte noch gesagt. So. Kanone flog. Mist. Ach, das läuft doch hier super. Ja, das läuft eigentlich wirklich gut an. Ja, pass auf, Triss, da kommt der Tornado, glaube ich, schon rechts von dir. Nee, der bleibt an der Stelle, wo er ist. Der fliegt immer in eine Richtung und kommt nicht zurück. Ach so. Aber auch hier fliegt einer wieder zu, genau. Ja, ich hab's gesehen. Kann ich das wegmachen? Was? Na. Jetzt komm, schieß. Geht doch. Patrick, jetzt bitte nicht sterben. Habe ich nicht vor. Das ist gut zu wissen. Fuck! Jetzt kannst du mich hochheilen. Ja, der Jazeera mir gerade fast verreckt. Neun, acht, sieben, sechs. Wunderbar! Gut. Der lief ganz gut. Das war auch der schwerste Boss. Das war auch der schwerste Boss dieser Inni. So ey, das gibt's doch nicht schon wieder, Gladiator. Bedarf das gibt's doch nicht. Und Gier. Halt, warte, da hinten ist Schwarzmagier auch mit drin. Boah, wenn man und das Schild. Und Weißmagier und Paladin und ich drück mal Bedarf. Wenn man das Schild. Ja, ich eigentlich auch, wenn ich da jetzt noch eine Einhandwaffe zu hätte. Hast du gerade eine Einhandwaffe an, Christ? Ja, ich habe eine Einhandwaffe. Ja, gut, dann gönn dir, weil ich habe gerade nämlich eine Zweihandwaffe angelegt. Okay, super, dankeschön. Kein Ding. Aber was will ich mit? Ich könnte es jetzt nicht gebrauchen. Ja, klar. Ja. Meine Waffe ist für 36, oh mein Gott. Boah, warte mal. Ja, kurz, wie viel hat das gerade gegeben? Warte. Welchen Mist, hatte ich davor? Bringt mir nicht. Den hatte ich davor. Plus 34 Blockrate. Ja, Leute, ich habe einen Helm bekommen, der würde mir plus 73 Verteidigung, plus 73 Magieabwehr bringen. Nur, dann hätte ich keine Rüstung mehr. So, ja, das erstmal ist wieder doof. Trist eindecken. Heißt minus 120, minus 120 gleichzeitig. Okay, na, das lohnt sich dann nicht unbedingt. Weil mein Brustpanzer, der ist mit Helm integriert, deswegen, da muss ich mir gleich einen anderen holen, beziehungsweise hoffen, dass ein anderer kommt noch. Mhm. Ich weiß, dass es hier einen gibt. Bitte erinnert mich am Ende des Streams dran, das erste, was ich tue, ist mir Mana-Tränke kaufen. Ja, wenn wir es nicht vergessen. Damit ich fürs nächste Mal nämlich auf jeden Fall Mana-Tränke habe. Greife ich den richtigen an, ja. Da bleibe ich hundertprozentig nicht drin stehen. Da kommt noch einer, noch Arbis. Einer. Mhm. Und ich habe Agro. Klatsch nochmal einen Schlaf rein. Okay. Naja, okay, das bringt natürlich nichts. Patrick, du darfst jetzt bitte erhöhten Heal reingeben. Wow. War einer, hey. Gut, das war nämlich gerade ein bisschen eng geworden beim Patrick.
Aber ich glaube, wir haben ein bisschen über... Oh, du hast dich gerade von der AOE erwischen lassen, kann das sein? Nein. Das sah aber gerade aus, weil du gerade wieder von voll auf half bist. Wenn ich mich von der AOE erwischen hätte lassen, dann wäre es von full auf null. Ja, nicht von einer, von zweien vielleicht. Ich habe wieder Agro. Das sind nämlich beide auf einmal dann, deswegen. Ich habe Agro. Ich bin gleich noch mit tot. Tot. Ja, ich glaube, ich kann laufen, ne? Beeil dich mal, ja. Vielleicht. Ja, ich glaube nicht, dass ich rechtzeitig habe. Es sei denn, es läuft mir sofort entgegen. Ja, vielleicht lebt dann wenigstens noch einer. Also, von uns. Könnten wir noch hinkriegen, So, ist tot, haben's geschafft. Ich laufe. Nice. Ich find's auch scheiße, dass ich gestorben bin, aber trotzdem nice. Ich find's auch scheiße, dass ich gestorben bin und dass du gestorben bist, ja. Hat der Trist direkt mal eine Steinhaut verdient. Vielen Dank. Sag doch, der Trist hat die erste Überlebensrate. Ich meine, Jazzy hat jetzt auch überlebt, aber den erwähnen wir gar nicht erst. Ich bin diese Inni eigentlich... Das auch nur, weil Triss die Agro bekommen ich bin, hat. Ich bin diese Inni einmal gestorben und das auch bloß, weil sie es alle mal hinlegen. Ja, weil es wäre auf jeden Fall nichts geworden, weil ich wäre mit 0 Mana wieder reingekommen. Paddy, warte mal. Ja. Da fehlt noch Brotes. Ich muss hier... Genau, wollte ich gerade auch sagen. Bleib mal stehen. Ja. Und uns beiden fehlt es noch. Und ich hätte es jedenfalls gerne. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Na, mal gucken. So, jetzt kommen wieder Eishexagone. So, ich klatsch mal einen Schlaf rein gleich zu Anfang. Huch, ich hab grad Mist geklickt, oder gedrückt eher gesagt. Zum Glück ist der Partik in der Zeit nicht gestorben. Ich drück und drück und drück und ich drück die ganze Zeit Q statt 1. Ich glaube, ich greif schon wieder den Falschen an. Nein. Hier greifen irgendwie zwei Leute zwei verschiedene an. Also, ich bin's nicht. Warte mal, ich wechsle einfach mal. Ja, also mittlerweile. Ich habe auch mal geguckt, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ich eigentlich zu Beginn des Kampfes, wenn du eine Gruppe pullst, direkt mein göttliches Siegel raushaue. Okay. Weil du direkt verbesserten Heal quasi reinbekommst in der Zeit, wenn du eine größere Gruppe bist. Und sobald die kleiner wird, dann ist das nicht mehr notwendig. Ja. Weil selbst mein normales Vita haut dann, finde ich, ganz gut rein. Dann ist mein Vita wie quasi wie ein ganz normales Vitra und das Vitra ist dann... Wie ein Viga. Könnte man so sagen, ja. Hier gibt's aber, glaube ich, gar keinen Viga, oder? Nein, gibt's nicht. Schade. Aber in normalen Final Fantasy gibt's das doch, oder nicht? Ja, Vigra mit R. Ja. Kommt vielleicht noch mit einer Erweiterung, wenn die Levelgrenze steigt. Fände ich irgendwie cool. Denke ich auch mal. Mit der Patrick, ich hab zwar vorhin gesagt, ich hätte das auf Spaß gesagt, aber ich habe wirklich mit den Gedanken gespielt, vorzuleveln. Ja, klar, verstehe ich auch. Weil das hier ist mein höchster Charakter und ich will unbedingt ins Add-on. Ich will unbedingt weiterspielen. Oh, das wird auch sagen, eine ganze Leute. Weile dauern, Junge. Weißt, deswegen wollte ich ja vorleveln, damit ich das einfach machen kann. Leute, ich würde auch sagen, wir setzen uns für nächstes Mal, wenn wir uns das nächste Mal hier fürs Let's Play treffen, Ziel 45. Weil dann brauchen wir auch garantiert nicht mehr nachdenken. Bei mir genau dasselbe. Das haut nicht hin. Absolut nicht. Ich hab Agro. Ein Drachen da. Komm zu mir. Vor ein paar Wochen wärst du mir noch gewesen, aber jetzt nicht mehr. Wegen der Ausbildung, wird? Ja. Kann ich verstehen. Ja, bei mir ist allgemein gerade einfach zu wenig Zeit. Keine Ahnung, bei mir wird jetzt ein Slot frei und ich wollte mal alle Tage auf meinem Kanal ein neues Video bringen. Das heißt, ich muss jetzt zwei neue Projekte vorbereiten. Oh. Läuft nicht. Einfach zeitlich nicht da. Das ist ein Schatz. So, wollen wir den Raum hier nehmen oder? Aber in der Pool kann Bullshit sein, der Raum ist aber heavy. Erst wenn ich mehr Mana hab. Ja, Trist, gut. Hast du deinen Schlaf bereit? Ja. Hauptsache Trist hat eine Steinhaut bereit. Das ist die Hauptsache. Dann würde ich nämlich sagen... nee. Den da als zweites. Das da ist Nummer 3. Da um die Ecke steht noch ein Eishexagon. Das da ist und Nummer 4. Und da sind sie.